Servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge. Neues Glück. Wir sind unterwegs. Und wir sind diesmal nicht kurz unterwegs. Wir sind nicht ein, zwei Stunden angeln oder so, sondern wir machen eine lange Tour. Und wir haben diesmal keine Kinder dabei, aber ein randvolles Auto. Warum lassen? Weil ich das R so schön gerollt habe oder was? Nein. Nein. Einfach nur so. Sorry, dass ich Spaß mit dir habe. Ja, wir haben gerade auf dem Rastplatz sehr viel Spaß gehabt, auf jeden Fall. Es wird eine sehr, sehr lange Tour werden. Wir haben uns kurz mit Kaffee und ein, zwei Bürgerchen eingedeckt. Die Anne fährt. Ich kann mich ausruhen. Ich habe gerade schon für mich eine Angelkarte bestellt. Nicht für den Ort, wo wir jetzt also quasi als erstes hinfahren, aber für den weiteren Lauf oder Fährlauf. Denn wir werden so eine Woche unterwegs sein. Wir werden eine Woche unterwegs sein. Vielleicht gehen wir sogar mal live am Wasser. Aber das werdet ihr bestimmt schon gesehen haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, weil wenn das Video rauskommt, sind wir auf jeden Fall schon zurück. Ja. So viel erstmal dazu. Ich glaube, die beiden Kinder sind mit der Hosenangel. Schöner Fisch. Da ist Petri, schöne Barbe. Oh, ja. Wo es genau hingeht, wir fahren erstmal an den Rhein. Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Nee, das stimmt gar nicht. Wir sind jetzt erstmal unterwegs ins Hotel, werden da eine Nacht schlafen. Weil wir sind erst gegen 15 Uhr oder so weit losgekommen. Genau, wir sind gegen 15 Uhr losgekommen. Die Autofahrt eigentlich 6 Stunden. Wir standen jetzt schon zwei oder dreimal im Stau. Wenn Anne fährt, dann stehen wir irgendwie immer im Stau. Was? Was? Ah, ihr habt das mal mitgekriegt. Nein, da macht er zwei Liter. Ja, nee. Ja, nee, jedenfalls, wir standen schon ein paar Mal im Stau. Wir fahren so eigentlich 6 Stunden. Ich denke mal, insgesamt werden dann 7 Stunden vielleicht werden. Dann kommen wir im Hotel an und nächsten Tag treffen wir uns mit. Christian. Ganz genau. Von Smart Fishing. Ja. Der hat uns ja beim Angelcamp sehr gut unterstützt oder fürs Angelcamp, wo wir waren. Ganz genau. Ja. Wo wir beim Jugendangelcamp waren vom Halleschen. EV? AV? EV, glaube ich. Ja, da waren wir ja beim Jugendangeln. Da hatte uns der Christian echt schnell quasi geholfen mit ein paar Angelsachen zusammen mit Paladin. Und da haben wir doch spontan gesagt, weil wir hatten die Reise eh vor, so wie ich schon gesagt habe, wir wollten runter an den Rhein Bamben angeln. Und zufälligerweise kommt er aus der Nähe. Genau, also ja. ganz, glaube ich, eine Stunde entfernt, da wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen fahren wir ihn morgen mal besuchen, werden uns mal unterhalten. Ich denke mal, wir werden euch vielleicht zeigen, quasi wo sein Lager ist oder so, oder wie er sich das da so alles gemacht und gedacht hat. Keine Ahnung, wir wissen das noch nicht, wir sind ganz spontan unterwegs. Und dann geht die Reise weiter und das Gute ist, wir haben keinen Plan. Also wir haben zwar eine Strecke, die wir langfahren wollen, die auch durch Holland geht. Deswegen, ich habe mir schon einen Fistpass organisiert mit Nachtangelgenehmigung. Das gleiche werde ich jetzt für Anne genauso machen. Und dann fahren wir einfach durch Holland. Und ihr werdet jetzt quasi die nächsten, weiß ich nicht, Wochen oder die nächsten zwei Wochen, kommt nochmal ganz drauf an, wie viele Filme daraus entstehen. Das wissen wir ja selber nicht, wenn wir immer also filmen. Wir hoffen ja, dass wir jeden Tag angeln können. Ganz genau. Und auch jeden Tag einen Film machen können. Und auch jeden Tag einen Film machen, dann wären es 7 Filme so ungefähr. 6-7 Filme, also werdet ihr so ungefähr vielleicht, na mal gucken, 3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen jetzt unseren Roadtrip sehen. Jeden Dienstag, jeden Freitag, 19 Uhr. Und dann schauen wir mal. Also wir sind total happy. Wir werden auf jeden Fall zurück zu in Hamburg anhalten. Da sind wir schon quasi, wir haben ja mal gesagt, angeln mit uns oder angeln mit mir, wir angeln mit dir oder was auch immer, wie das heißt. Kaviar zu Gast, genau. Und ihr solltet uns ja mal schreiben und uns zum Zierfisch bringen. Und da hat uns jemand angeschrieben, dass er uns gerne zum Aal und Zander bringen würde.
Und da haben wir gedacht, okay, wir fahren eine ganz lange Strecke, fahren wir zurück zu über Hamburg und gucken uns mal die Sache an. Ja, vor allem hatten wir das eigentlich auch schon vorher geplant. Genau, wir hatten das schon mal geplant. Ich weiß gar nicht, sind wir krank geworden? Oder was war denn da? Jedenfalls irgendwas kam dazwischen, dass wir es nicht machen konnten. Nee, die Kinder. Von den Kindern? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls kam, genau, hatte da jedenfalls nicht geklappt, aber wir haben uns quasi weiterhin geschrieben und haben gesagt, hey, das ist nicht einfach so eine Absage, sondern wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Und keine Ahnung, 5 Wochen, 6 Wochen später oder was so ungefähr gefühlt, werden wir es dann quasi hoffentlich hinkriegen. Da sind wir auch schon ganz gespannt, aber da sind wir noch lange nicht. Wie gesagt, wir fahren erstmal auf dem Weg, oder wir sind auf dem Weg ins Hotel und dann schauen wir morgen mal, was uns da so beim lieben Christian erwartet. So, meine lieben Freunde, wir haben den nächsten Tag. Die Anne sitzt da. Hallo. Die hat ein bisschen zu tun gehabt mit mir die Nacht. Ja. Denn ich habe mich mit im Familienurlaub am letzten, wirklich am allerletzten Tag, einen riesen Sonnenbrand hier oben zugezogen. Und ich hatte das schon einmal im Leben, dass das so verteufelt gejuckt hat nach dem Duschen, als wenn die Haut zerreißt. Und ich war die Nacht ein echt ein kleines Baby und habe glaube ich eine Stunde bloß geschlafen. Und Anne natürlich mit meinem Hin- und Herrennen und Geheule. Er hat mich nicht schlafen lassen. Nein. Echt, echt mies. Aber ein schickes, kleines, charmantes Hotel. Heute gut gefrühstückt. Wir waren jetzt schon tanken. Wir waren jetzt schon im Einkaufsladen Wasser holen für die nächsten Tage. Wir waren jetzt schon im Angelladen. Nochmal Mahn, Futterkörbe. Anne baut sich was richtig Cooles. Also mal gucken, ob das klappt. Weil wir haben nicht die Mahnkörbe oder die Körbe, naja, kann man so sagen, die schweren Mahnkörbe gefunden, die wir eigentlich haben oder die Anne haben wollte. Ja. Und die baut sich da vielleicht was Cooles. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Christian. Ja. Mal gucken, der erwartet uns schon. Wir wollten heute eigentlich am Tage ein bisschen Spinnfischen und abends eigentlich über Nacht irgendwo ansitzen. Aber da wir beide wirklich, wie gesagt, ich habe eine Stunde geschlafen, Anne vielleicht 2 oder 3 Stunden. Und wir sind echt Knülle und wir fahren heute Abend noch weiter in den nächsten Ort sozusagen oder in unsere nächste Station, wo wir hinwollen. Und deswegen verbringen wir jetzt den Tag mit Christian. Wir sind gespannt. Oh, guck mal, das ist ein cooler Blitzer hier. Hab ich noch nie gesehen. Okay. Ja, Entschuldigung. Der Blitzer konnte sogar 80 fahren, da waren 80 schon dran. Gut, genug gelabert. Kurzer Abriss, wo wir gerade sind, wo wir gerade hinfahren, was wir gerade gemacht haben. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da, genau, in 1 Minute sind wir da. Ja. Und dann schauen wir mal. So, meine lieben Angelfreunde. Bislang habt ihr sehr, sehr viel Autoszenen gesehen. Vor uns fährt der Christian. Wir waren jetzt 2 Stunden oder so. Ja. Kann das sein? In seinem Büro, kleinem Lager, Einpackstation, alles in einem. Er hat uns da alles gezeigt. Wir haben natürlich gefragt, Christian wollte nicht unbedingt, dass wir das so filmen. Ja, ich zeige euch jetzt mal, oder Anne oder wer auch immer das Video schneidet. Nee, wir schneiden jetzt mal im Hintergrund quasi, oder ihr seht jetzt gerade die kleinen Szenen, was alles da so in dem kleinen Lager quasi steht. Wir haben eine ganze Tasche voll Zeug gekauft. Ja? Manches haben wir auch so bekommen, wie zum Beispiel Grundfutter. Genau, wir haben Grundfutter. Ich glaube, vielleicht 10 Tüten Grundfutter umsonst bekommen. Wir haben kleine Köder umsonst bekommen. Du hast einmal einen Lieblingsköder mit einer Sonderfarbe. Ja. Ich habe eine kleine Larve quasi, die ich selber schon besitze, aber umsonst bekommen. Die zeigen wir nachher nochmal. Und wir sind jetzt unterwegs und fahren jetzt irgendwo an Kanal, wo es wohl alle Fischarten gibt. Und Obacht, er hat da noch nie geschneidert. Also mal gucken. Ja. Und Christian meinte, er möchte nicht unbedingt auf dem Video zu sehen sein. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt beim Angeln quasi filmen. Ja. Aber wir unterhalten uns richtig geil. Und wie gesagt,
Dieses Video, die widmen wir auch nochmal Christian mit Smartfishing, weil wie gesagt, man darf es nicht vergessen. Es wurde nicht so oft geklickt, das Video vom Jugendangeln, aber uns freut es uns immer noch, dass wir quasi mit Christians Hilfe da unterstützen konnten. Ja. Und deswegen machen wir gerne dann auch Werbung für Smartfishing. Also Leute, wenn ihr mal online ein bisschen einkaufen wollt, guckt mal bei Smartfishing. Genau. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich richtig gespannt, wo es hingeht. Wo es hingeht, weil wir haben wirklich null Ahnung. Ja, das Einzige, was wir noch machen müssen nachher, ist eine Karte kaufen. Über, keine Ahnung, Haifisch oder und so eine, weiß ich, was es da noch gibt. Anleihen. Da muss man langsam aufhören zu schwatzen, die Kamera wird schwer. Okay, ich hoffe zu schwatzen, wir sehen uns vielleicht gleich am Angelplatz. Genau. Mach ich gut. Schönes Kaviarwetter. Ja, Kaviarwetter. Ja, das tut uns ja leid für Christian, nee, aber damit hätte er rechnen müssen, wenn er mit uns unterwegs ist. Ja. Dass wir das Wetter quasi, das Kaviarwetter mitbringen. Das pachten wir immer. Ja, wo wir angekommen sind, war das noch eigentlich schön. Ich glaube, jeder hatte schon einen Nachläufer oder einen Biss. Oder einen Fisch sogar kurz dran. Aber natürlich, die Bedingungen sind alles andere als schön. Aber wenn jetzt keiner angelt, dann ist nicht große Fische. Beweis uns das. Klar. So, meine Lieben, wir sind wieder am Auto. Ihr seht, die Anne versteckt sich schon, weil die hat geschneidert. Wir alle. Ja, okay, wir haben alle geschneidert. Richtig geiler Spot. Wissen die Anne hat ja mal kurz gefilmt, aber wir waren, weiß ich nicht, 10 Minuten höchstens da und es fing an richtig zu regnen. Jetzt regnet es schon die ganze Zeit. Puh, wir... Ja, Christian hatte einen Nachläufer, Anna hatte, glaube ich, kurz einen Fisch dran. Ja, aber nicht am Haken. Nicht am Haken, ja. Ich weiß es nicht so richtig. Man hat auch Fische gesehen. Ab und zu hat sogar geraubt. Also eigentlich alles gut, aber Wetter ist echt scheiße. Wir haben uns schon entschuldigt, weil wir haben natürlich unser Wetter mitgebracht. Ja, so muss es sein. Jetzt überlegen wir mal ein bisschen, was wir jetzt nächstes machen. Und dann melden wir uns gleich nochmal. So, meine lieben Freunde. Mal wieder im Auto. Ja. Zum nächsten Spot. Zum nächsten Spot. Wir waren gerade in einem All-You-Can-Eat chinesischen Restaurant. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Anne ist schrecklich müde. Ja, ich habe gerade schon gesagt. Du. Falls ihr gerade noch überhaupt was gesehen habt bei diesem Flattern gerade mit diesen Haaren. Oh Mann, ach so. Oh Mann. Ja, ich habe gerade gesagt, du. Ja. Ich bin so müde. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter anhält. Momentan regnet es nicht. Die ganze Zeit, als wir im Restaurant waren, kein Regen. Das Gute ist, der Himmel sieht, also sind etliche Farben zu sehen. Nicht so wie vorhin, wo wir unter der Brücke gestanden haben und es nur grau war, einheitlich. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt, es wird doch der letzte Spot für heute sein. Wir sind echt im Poppes. Wir sind fertig, wir sind müde. Du, Christian, aber auch. Das ja, ist das der, Gute. Der guckt auch immer aus so einem kleinen Schlitzen raus ungefähr. Ja. Wir fahren jetzt nochmal zum Spot, mal gucken. Der Spot soll wohl sehr, sehr hängerträchtig sein, aber... Rapfenreich? Rapfenreich und es steht wohl irgendwo immer auch ein Barsch mit rum. Mhm. Wir werden sehen. Ich denke mal, nach 10 Köderverlusten werden wir dann die Säge streichen. Das kann sein. Ja, für euch ist es wahrscheinlich mal ein ganz anderes Video. Ja. Aber wir haben ja gesagt, ganz am Anfang, wir machen so einen kleinen Roadtrip. Also es ist auf jeden Fall noch Barmangeln mit bei jetzt in die nächsten Tage. Es wird Zanderangeln mit bei sein, Hecht mit Angeln, Hechtangeln, Barschangeln. Da genau. Wo ist die Stimme? Die war weg. Also deswegen, wir haben ja mal gesagt, wir nehmen die Kamera mit, wenn wir was vorhaben. Und ja. Jetzt biegen wir hier schon ab. Da hinten sehe ich schon eine Brücke. Also vier Angelvideos haben wir jetzt, oder Angelszenen haben wir jetzt noch nicht. Stimmt. Also hauptsächlich sind wir nur unterwegs. Aber so ist es halt, ne? Ja, ist halt, ne? Ich meine, vorhin hat es die ganze Zeit nur geregnet. Und ja. Was willst du da filmen, außer den Regen? So sieht's aus, okay. Na gut, ich glaube, wir sind dann, glaube ich, gleich da. Und dann sehen wir uns vielleicht noch mal am Wasser. Oh Gott, ist ja müde. Ja. Bis dann. Was sagst du? Ob du hier wieder hin wolltest? Nö, du kannst ruhig meine Stelle wieder nehmen. Weil kaum sind wir nämlich am Wasser angekommen und ich habe meinen Köder gewechselt, hat Anna meine Stelle übernommen.
Oh, jetzt. Ja, ja, ich lass dich mal da durch. Ansonsten könnt ihr ja mal sehen, eine richtig geile Stelle. Ein paar Fische haben sich auch schon wieder gezeigt. Anne angelt mit einem kleinen Spinmat. Und ich habe mich gerade gehakt. Ich habe jetzt gewechselt. Habe meinen Ilix dran, Oberflächenköder. Und schauen wir mal. Und es fängt natürlich, guckt auf die Wässer, wieder an zu regnen. Oh, mal gucken, ob wir vielleicht einen Rapfen bei dem Wetter, die mögen ja eher ein bisschen Sonne. Aber schauen wir mal, ich nehme auch einen schönen Barsch oder einen Döbel auf den Köder, wa? So, da haben wir den ersten Fisch. Oh, guck mal, wie schön der aufsteht. Alter, mega. Schöner Barsch. Geil, super. Petri. Oh, vielen Dank. Was eine Kanone. Mega. Alter, am Schwimmen im Regen. Schön. Erst hat er ein paar Mal vorbeigeschossen, noch mal ein bisschen dichter an die Tindermesse geschmissen und da ist er. Geil. Geil. Mega. So, meine Lieben, guck da. Geil. Ich habe gerade meine Klappe wieder aufgemacht. Ja, ich sag's. Erstmal hier, guck mal hier, den Köder, den Anne geschenkt bekommen hat. Ja. Die Farbe zum Testen so ungefähr. Dickes Geil. Petri, schöner Barsch. Dickes Petri, dank. Geil. Ihr seht mich hier gerade neu binden. Der erste Abriss am Kanal. Eigentlich ziemlich gut für unsere Angelei. Mhm. Also Anne und ich haben uns jetzt schon entschneidert mit einem richtig geilen Barsch. Meiner ist mir wirklich aus der Hand geflutscht. Leider, den hätte ich gerne gemessen, weil deiner war 28, glaube ich sogar. Ungefähr. Hm? Das ist schon eine echt gute Größe und meiner war echt ein ganz schönes Stück größer. Für die Angelmasters wäre der super gewesen, aber was soll's. So ist es nun mal. Jetzt ist die Frage, was macht man sich jetzt nochmal ran? Auf was geht man hier? Die Barsche beißen? Was machst du jetzt ran nach deiner Raucherpause? Weiß ich noch nicht. Ich weiß es auch nicht. Noch ist der Erfolgsköder dran. Noch ist der Erfolgsköder dran. Den hatte ich schon. Den hattest du schon dran. Ah, wir haben ja so viel Köder drin. Also ich freue mich richtig, dass es dann irgendwann dann nach Holland geht. Ob es gut wird? Keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber ich denke mal, ich werde jetzt so einen kleinen Chatterbait fischen. Weißt was du machst so, du daran? Ich weiß noch nicht, was ich jetzt Trailer ran mache. Ob ich da sogar einen kleinen Krebs ran mache. Schönen grünen Krebs. Also, auf was stehen die Barsche? Ne? Hm. Weiß man nicht so ganz. Meiner ging auf Oberflächenköder. Und deiner ging auf was? So ein Spinmat. Spinmat. Achso, ja, stimmt. In Sonderfarbe. Ja, das ist nämlich schon wieder fies. Die andere hat nämlich eine Sonderfarbe bekommen. Aber nein. Du hast auch eine Sonderfarbe. Ich weiß, mein Sonnenbrand meint Anne damit. Der mich echt genervt hat letzte Nacht. Ich hoffe, das ist diese Nacht nicht so. Wenn es so wäre, darf ich dich dabei filmen? Ja, darfst du. Oh, geil. Du hast diesmal, darf ich dich nochmal mit heiß abduschen oder so? Weiß ich nicht, ob dann kommt, dass es nochmal extra kommt. Ja, dass ich es aufnehmen kann. Nein, das wäre jetzt ein bisschen doof. Schade. Weiß ich nicht. Aber das machst du wahrscheinlich eh. Na gut. Springst einfach rein in die Dusche und drehst das auf. So, da ist er. Ja. Mit Krebs dran. Man sieht den Krebs gar nicht. Nö, wa? Nö. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Den werde ich jetzt mal ein bisschen schmeißen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Also unser Wetter. Was soll man da machen? Oh. Dann schauen wir mal. Aber der ist gut, der Gummi. Der geht nicht kaputt. Dann schauen wir mal, dann fängt wieder an zu ringen. Ob wir vielleicht hier noch einen Fisch rauskriegen. Ne? So, meine lieben Angelfreunde. Der Christian ist los. Der musste nach Hause. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen weiter angelt, aber werden jetzt auch los, weil unser nächster Stopp ist eine Stunde entfernt. Ja, Anne angelt noch. Sagen. Ein richtig geiler Tag geht zu Ende. Ja. Also Christian, schöne Grüße nochmal. Schönen Dank. Schönen Dank nochmal. Auch für den Danke für den Einkauf in deinem Lager, muss man ja sagen. Ja. Du hast uns ein, zwei Produkte geschenkt. Anne, glaube ich, mehr als mir. Nein. Schade. Ich habe auf jeden Fall mit einem Geschenk gefangen. Genau, mit dem Geschenk wurde ja der schöne Barsch gefangen. Leider ist meiner ins Wasser gefallen. Ja. Ich denke mal, der hatte gute 35. Aber so ist das halt. Und dann beenden wir hier den ersten Teil von unserer Tour. Ja. Morgen oder für euch dann Dienstag oder Freitag, kommt drauf an, um 19 Uhr.
Ich weiß ja nicht, ob das Video jetzt Dienstag oder Freitag kommt. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe beim Barmangeln. Es kann auch sein, dass wir wieder auf Raubfisch sind. Es kann sein, dass wir auf Karpfen angeln. Keine Ahnung. Je nach Wetterlage eigentlich so ein bisschen. Je nach Wetterlage. Wir beenden den Tag? Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Wie sagt Christian, nochmal schöne Grüße. Zwei Barsche sogar gefangen, ein bisschen was erlebt. Er hat uns ein bisschen was über die Stadt erzählt, wo wir hier lang gelaufen sind und gefahren sind. Und ja, geile Sache. Also, wir sehen uns auf unserer Tour Dienstag oder Freitag, 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss, ciao. Oh, bis bald.